Zap, moin Leute, Vanori am Start und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sind heute unterwegs mit Vitox HD in der SU 152 oder Su 152, wie man es auch sagen möchte, auf Malinovka. Und er hat es in seine E-Mail geschrieben, Herbdurb, beziehungsweise nicht in der E-Mail, sondern über einen, eigentlich darf ich das ja gar nicht sagen, über einen Discord-Server. Beziehungsweise nicht Server, sondern Discord-Privatnachricht hat er mir es geschickt. Aber bitte nehmt das nicht als Aufmunterung, dass mir jeder einzeln irgendwie dann per Privatnachricht das schickt, weil das wird viel zu unübersichtlich. Bitte, bitte, bitte per E-Mail. Steht unten in der Videobeschreibung replay@vanori.de. Dort den Link hinschicken zu eurem Replay auf der wotreplays.eu Webseite. Dort könnt ihr das hochladen. Link ebenfalls in der Videobeschreibung. Nur nochmal, um es klarzustellen. Ich sag's immer am Ende deines Videos, aber wer weiß, ob da überhaupt jeder hinkommt. Ne? Nachdem die Action ja vorbei ist, viele Leute, es gibt mir auch ganz gerne dann die Endstatistiken. Beziehungsweise klicken nur einmal kurz durch, denke ich mal. Ain't nobody got time for that. Aber sitzt hier mit seiner Su 152, hat die Sprenggranaten dabei und ja. Genau das passiert, wenn man auf leicht gepanzerte AMX-CDCs schießt mit 86 mm Durchschlagskraft und 910 Standardschaden, wobei er da eventuell ein bisschen mehr gemacht hat. Wobei das manchmal auch die gelben Zahlen manchmal auch ein bisschen was seltsam sind, weil die sich irgendwie zusätzlich mit den Zahlen aus dem eigenen Team irgendwie verbinden und dann hat man da irgend so eine ominöse, ja unten in der Ecke steht es ja sogar, ich bin auch blind und blöd gleichzeitig. Das war ein Low Roll, 880 von 910 möglichen Schadenspunkten, die er gemacht hat. Und da drüben haben wir einen 3002D. Nun, die interessante Frage wäre natürlich jetzt, kann er von hier aus eventuell liefern? Sucht er einen Blindschuss oder nicht? Das ist die Frage. Sieht nicht so aus, als würde er sich hinreißen lassen. Der Chiri, kommt drauf an, wie lange der es noch schaffen würde. Ich gucke mal ganz kurz rüber. Ich kann hier gar nicht rüber gucken. 37% bzw. 460 Lebenspunkte, das ist nicht sehr viel für den kleinen Medium-Panzer. Wobei, er ist ja Stufe 7 und es ist ein 9er Gefecht, also kann man das durchaus noch verschmerzen, dass er jetzt nur noch so viele Lebenspunkte hat. Wer weiß, wer da alles am anderen Ende der Fahnenstange steht. Und da ist er. Ups, ich muss wieder übergeben. Das war ein schöner Schuss in die gegnerische IS hinein. Und er ist hier garantiert aufgegangen. Und er muss hier ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu weit da am Fenster steht. Da könnte irgendwer bösartige Schüsse herüberdrücken. Dem Chiri kann er jetzt nicht wirklich helfen. Das ist ein bisschen schade. Aber eventuell kommt er auf den Ferdinand drauf, der natürlich wieder zugeht. Das Ganze ist alles andere als schön, denn jetzt ist auch noch der Chiri raus. Der einzige Support, den er auf der Flanke wirklich hatte. Und er hackt hier die Wand vollständig. Und wenn hier die IS um die Ecke rumkommt, dafür hat er jetzt seine Premium-Munition hier geladen. Wir gucken mal ganz kurz da drauf. Beziehungsweise ist es überhaupt die Premium-Munition? Ja, ist die Premium-Munition mit 250 mm Durchschlagskraft und 700 Standardschaden. Das ist eine ganze Menge. Reicht sogar aus. Gute Nacht, IS. Als so ziemlich der einzige Panzer, der hier auf die Seite rübergefahren ist vom Gegner, war das sehr, sehr mutig von ihm, da einfach so um die Ecke rumzukommen. Sein Team ist ein bisschen was hinten. 5 zu 3 ist jetzt noch nicht ganz so tragisch, wie man sich das vielleicht ausmalen möchte. Da ist noch alles Mögliche drin. Der Gegner hat sowieso schon mal einen 9er verloren. Das ist ein Vorteil für das eigene Team, auch wenn sie natürlich immer noch Rückstand haben um einen. Sollte man sich nicht vertun. Sowas ist sehr, sehr gut. Und der Ferdinand hat overextended, also ist zu weit vorgefahren. Und hier kommt er nicht so ganz drauf, da auf den... Was ist das? Scorpion G. Och,
Ach, da hat er jetzt leider die HE nicht geladen, aber... der hat wahrscheinlich getroffen und der hat böse weh getan. Der Scorpion G wird alles andere als fröhlich darüber sein. Wahrscheinlich hat er noch sein Reparaturpack gehabt, das heißt, Blindschießen wird nicht allzu viel bringen. Allerdings ist seine Lampe auch nicht wieder angegangen, das heißt, er könnte dort immer noch in der Nähe, ja, leider den Schuss nicht rechtzeitig abdrücken können. Da ist die Kugelgeschwindigkeit dann doch etwas langsam. Aber ich denke mal, das macht eigentlich nichts. Es steht 7-8, der Gegner hat immer noch einen Kill-Vorteil. Das ist jetzt nicht unbedingt hübsch, aber dafür selten. Und der Gegner ist auch schon 2-9er runter. Und das ist immer ein guter Vorteil, wenn man seine 9er so ein bisschen was hält. Sagen wir es mal so. Der Standard B, ich kann es gar nicht so genau sehen. Da kam gerade ein Schuss raus, wie es ausgesehen hat. Guckt hier irgendwo hin. Wie viele Lebenspunkte der Standard B hat? Ich gucke mal ganz kurz nach. Ich übernehme nochmal eben die Steuerung. Hat noch über die Hälfte, locker über die Hälfte. Und ja, der S1 da hinten war auch noch komplett voll. Auf den Ferdi da unten kommt der momentan nicht wirklich drauf. Vor allen Dingen, da er relativ weit unten lang fährt. Also wirklich was tun wird er hier an dieser Stelle jetzt nicht zwingend. Aber wenn da drüben der Standard B etwas in der Nähe aufmacht, könnte es durchaus dazu kommen, dass hier noch ein bisschen, dass man hier noch ein bisschen feuerwütig werden müsste. Und wie um ein Wunder dreht er sich genau im richtigen Moment um und ach, guck mal, wer ist das denn? Kriegt er einiges an Schaden rein, da hätte er eventuell sich vielleicht nicht verstecken müssen. Allerdings ist die Nachladezeit von der SU-152 einfach wahnsinnig mit dieser Derp-Kanone. Man muss hier aufpassen, dass er sich nicht zu weit rumdreht, weil nämlich sonst das Kettenrad von ihm da eventuell ein bisschen mehr abbekommt, als er es vielleicht gerne hätte. Der Sturi-Emil ist mittlerweile raus, das heißt, da muss er sich keine Sorgen mehr drum machen. Und damit ist der 30-02D alleine. Und das war die gegnerische Artillerie, die da ein bisschen gesagt hat, so, nein, du kannst jetzt hier nicht einfach so unbehelligt davonkommen. Vor allen Dingen, da niemand anders offen gewesen ist und er immer noch... ja, in dieser Position relativ gut drin war, hat natürlich die Art auf ihn drauf geschossen. Durchaus verständlich. Sollte man sich nicht unbedingt vertun. Warum der Charity jetzt noch so ein bisschen weiter hinten sitzt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin auch ein bisschen verwundert, dass der Scorpion G die Karte so ziemlich hackt. Der T25/2 scheint auch mal eine AFK, ist er nicht. Er bewegt sich zumindest ein bisschen. Das ist zumindest etwas und... das ist natürlich interessant, da ist der 30-02D. Da war der 30-02D. Jetzt muss man natürlich aufpassen, die Arti kann immer noch zuschlagen. Die hat zwar natürlich ganz andere Sachen eigentlich hier zu tun, aber Artillerie ist der eher etwas, ja, hartnäckig. Zumindest etwas hartnäckig. Wo der gegnerische Standard B ist, wissen wir nicht genau. Er war zuletzt am Hügel gewesen. Eventuell ist er immer noch dort oben. Da ist auf jeden Fall die Artillerie. Die Su schafft es, den Gegner da rauszunehmen. Hier kommt die HE-Kugel, die meilenweit daneben geht. Wie irgendwie, ja, so ein bisschen zumindest zu erwarten war. Das Interessante ist, jetzt sind es natürlich nur noch 2 Achter. Beides TDs. 3 Siebener, 2 TDs, 1 Artillerie. Und die Sichtweite von der SU ist jetzt nicht mal ansatzweise als gut bezeichnen zu können. Selbst schlecht ist, glaube ich, noch eine Übertreibung. Und da ist die gegnerische Artillerie. Wahrscheinlich hat der Chariot hier sie aufgemacht. Er kann hier nicht wirklich stehen bleiben und warten, bis er irgendwie drauf eingezielt ist, weil er hat nämlich nur noch 6 Lebenspunkte und das ist ganz, ganz kontraproduktiv. Der T25-2 schnappt sich oben währenddessen auf dem Hügel den Standard B aus dem gegnerischen Team. Beziehungsweise der Standard B schnappt sich den T25-2. Auch nicht unbedingt verwunderlich, 7er gegen 9er. Entweder hat da Premium-Munition geladen oder wir wissen es auch nicht so hundertprozentig. Der Charioteer schafft es da, die gegnerische Artillerie nochmal aufzumachen. Und jetzt ist Vitox natürlich wieder aufgegangen, weil er nämlich hochgefahren ist und sich da hat aufmachen lassen, statt den Schuss vom Charioteer abzuwarten. Das bedeutet so viel wie, der Gegner weiß zumindest, dass er da ist.
was in keinster Weise etwas Gutes ist. Dass der Chariot hier da ist, das wäre ein ja, kleineres Übel gewesen, wenn der Gegner das gewusst hätte. Scorpion G muss sich jetzt auch langsam auf den Weg machen. Der Standard B wird sich wahrscheinlich auch hierhin auf den Weg machen. Eventuell schafft es der Scorpion G sogar, den Standard B abzufangen. Es kann auch durchaus sein, dass der Standard B jetzt für die Artillerie geht. Was aber unwahrscheinlich ist, weil er nämlich nicht weiß, wo der Scorpion G ist. Und wenn er die auf die Arti trifft und der Scorpion G in der Nähe ist und nicht aufgegangen ist, dann kann dieser nämlich auf den Standard B schießen. Beziehungsweise, wenn der Standard B auf den Scorpion G trifft, muss der Standard B erstmal den Scorpion G rausnehmen, was auch schon mal eine gewisse Leistung ist. Wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Und dann natürlich kann währenddessen die Arti auf ihn schießen. Oder Vitox. Vielleicht auch der Chariot hier, weil der nicht sonderlich langsam ist und mittlerweile schon wieder hinten ist, wie es aussieht. Aber was machen sie hier? Was tun sie? Natürlich ist es eigentlich die sinnvollere Sache, wenn Vitox den Schuss frisst. Relativ. Eigentlich ja nicht wirklich. Der Scorpion G hat ja noch 100% Leben. Der könnte locker noch einen Schuss aushalten. Eventuell schafft es Vitox hier sogar einen Blindschuss abzusetzen. Das wäre zumindest eine sehr, sehr interessante Sache, wenn er das könnte. Sieht aber nicht ganz danach aus. Schade. Das wäre wirklich die Krönung gewesen. Es wäre eine absolute Krönung gewesen. Ein sehr, sehr schönes Ding. Diese 100 M1 wird sich wahrscheinlich keinen Millimeter aus ihrem Büschlein heraustrauen. Das heißt, er ist hier relativ sicher, denke ich mal. Lediglich der Standard B da hinten macht noch Probleme. Wenn der Chariot hier ihn kriegen würde, wäre das eine gute Sache. Es wäre aber noch wesentlich besser, wenn der Scorpion G den Chariot hier unterstützen würde. Sprich, zwei TDs auf einen Autoloader. Er muss seine Schüsse verteilen auf zwei gegnerische Panzer. Er würde wahrscheinlich beide rausnehmen können, theoretisch. Wenn er allerdings sowohl das Chariot hier als auch der Scorpion G schaffen würde, ihn da zu beschießen, wäre er eventuell raus. Je nachdem. Artillerie sagt I cover. Und ich glaube, Vitox hat es so ein bisschen verstanden, dass er gecovert wird. Allerdings ist auch die Su aufgewiesen. Und der Standard B. Und das bedeutet so viel wie, er kann hier vorfahren. Was sehr, sehr gut ist, weil er nämlich jetzt langsam aber sich auf den Gegner rankommt. Es war da sehr schlecht vom Gegner, dass der da aufgegangen ist. Entsprechend, weil das nämlich so viel bedeutet wie, ja, wir wissen jetzt, wo die Su ist. Wir wissen, wo der Standard B ist. Und die Su wird nirgendwohin sehr, sehr schnell unterwegs sein. Während natürlich der Standard B es auch nicht sonderlich schafft. Es wäre jetzt vielleicht ganz klug, wenn sich wenigstens einer in den Cap reinstellen würde. Sehr gut. Sogar noch vor der Zeit. Eventuell ist das nicht unbedingt die beste Pose. Der GW Panther sagt, don't cap, Jüngchen. Es ist in diesem Moment hier die beste Methode, im Cap zu stehen. Weil nämlich der Standard B decappen muss, wenn er diese Runde hier gewinnen möchte. Wobei er das wahrscheinlich eh nicht mehr so ganz hinbekommt. Den Chariot hier hat er sich schon mal geschnappt. Die Frage ist jetzt natürlich, wo fährt er da lang? Er ist auf der etwas weiter unten liegenden Ebene. Da hast du zurückgezielt, hättest du wahrscheinlich tiefer zielen müssen. In zwei Ebenen, da hast du, glaube ich, auf die höhere gezielt. Ich bin mir aber nicht sicher, ne? Sagt mir da, vielleicht wisst ihr das. Vielleicht habt ihr schon mal von hier aus geschossen. Aber sollte eigentlich kein großes Problem sein. Jetzt sagt der GW Panther auf einmal, cap, 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 cap. Wenn du nicht capst, kommt er zu mir als nächstes. Und der Standard B muss sich jetzt verdammt nochmal beeilen, wenn er irgendwas hinkriegen möchte. Wobei er es wahrscheinlich in 10 Sekunden nicht mehr unbedingt schafft. Und selbst wenn doch, hat er zwei TDs vor sich. Und damit war es das. Gegnerischer Stützpunkt erobert. Schönes Ding. Muss man einfach mal so sagen.
ganz gut zusammengearbeitet. Schade, dass sie den Standard-Bena nicht mehr bekommen haben. Man kriegt nämlich, zumindest war es früher so, mehr Erfahrungspunkte, wenn man alle Gegner killt. Aber ein Sieg ist entsprechend ein Sieg. Und wir schauen uns passend dazu einmal ganz kurz die Endstats an. Am Ende war es das Panzers. Und das war es in diesem Fall hier auch so ziemlich, aber mit 3471 Schadenspunkten und 1212 Erfahrungspunkten hat er sich ganz nach oben in seinem Team gebissen, über den 9er TD aus dem eigenen Team. Nicht ganz so viel wie der FV aus dem Gegnerteam, aber hat es geschafft. Es sieht doch so aus, als hätte das gegnerische Team vielleicht ein bisschen weniger Lebenspunkte. Nee, dafür waren das Mittelfeld aus dem eigenen Team sogar noch ein bisschen besser. Das heißt auch, das Mittelfeld, nicht immer nur der Topspieler, spielt auch einen gewissen Punkt eine Rolle. Sonst hätte der Progetto hier vielleicht noch mehr Lebenspunkte gehabt und sich vielleicht noch reingetraut. So hat er sich noch gerade so ohne vollständige Reparaturkosten in die Garage gerettet. 10.000 Silber plus ohne Premium-Count und ja, 1212 Erfahrungspunkte insgesamt. Schönes Ding. Gefiel mir sehr, sehr gut. Dub-Replays sind immer ganz, ganz gerne gesehen. Von mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Mögt ihr Dub-Replays? Na, kleine Frage am Ende des Videos. Wer das beantwortet unten in den Kommentaren, hat das Video bis zu Ende geguckt. und dann weiß ich wenigstens Bescheid. Ansonsten Däumchen, ne, Replays, wie am Anfang des Videos gesagt, unten in der Videobeschreibung wotreplays.eu hochladen und Link zum Replay an die ebenfalls in der Videobeschreibung stehenden E-Mail-Adresse, die da heißt replay@banori.de. Ansonsten wünsche ich dir natürlich noch viel Spaß beim Serverzocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.